Land. Dankbar, lass es vor. Mein Haus ist euer Haus. Willkommen, liebe Lande. Wir sind so tolerant. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an Während in Deutschland von Islamisten gemordet und vergewaltigt wird, während in Deutschland von Islamisten vergewaltigt und gemordet wird, die Kriminalitätsstatistiken explodieren und selbst das Bundeskriminalamt jetzt einräumen muss, dass mehr Deutsche, 50.000 Opfer von islamistischen Gewalttaten, von zumeist islamistischen Gewalttaten werden, die Grenzen offen sind, während in Deutschland bei palästinensischen Demonstrationen gerufen wird, dass Juden verrecken sollen und andere Ungläubige auch, dass in Deutschland ein Kalifat errichtet werden soll, während islamische Prediger von den Taliban aus Afghanistan in Kölner Moscheen reden, die von deutschen Steuergeldern finanziert werden und unsere Politiker danach sagen, man wisse doch gar nicht, wie der Taliban-Prediger nach Deutschland gekommen wäre. Da können wir nur eins sagen, der Fehler liegt an den offenen Grenzen. Seit Merkel 2015 gesagt hat, wir schaffen das. Die Grenzen für jeden, der es möchte, geöffnet hat. Wir lassen hier Menschen rein, die völlig kulturfremd sind, von denen wir nicht wissen, wer sie sind, die sich teilweise unter Mehrfachidentitäten hier einschleichen, um massive Steuergelder abzuziehen. Danach wird das Bürgergeld geschaffen. Das Bürgergeld wird überproportional von herbeigelaufenen Ausländern in Anspruch genommen, während die Rente sinkt, beziehungsweise mit der Inflation nicht mithalten kann, deutsche Rentner gezwungen sind, in Mülleimern zu wühlen, weil sie von der kärglichen Rente nicht überleben können. Zu viel zum Sterben, zu wenig zum Leben. Milliarden schicken wir an Waffen in ein korruptes Regime in der Ukraine. Dort werden die politischen Exponenten immer reicher, werden Millionäre von den europäischen und vorrangig deutschen Steuergeldern. Während hier kein Geld da ist, die Infrastruktur im Lande aufrechtzuerhalten, Kindergärtnerinnen zum Beispiel vernünftig zu bezahlen, einzustellen. Überall gibt es Lücken an Fachkräften. Doch was hierher kommt, das sind keine Fachkräfte. Zum größten Teil sind es wirtschaftliche Glücksritter. Und dann wundert man sich, dass die AfD in Mitteldeutschland führend ist und das einzige Instrument bzw. die einzige Waffe gegen diese aufkeimende und dominierende Opposition ist, diese Partei verbieten zu wollen. Wer diese Probleme anspricht in Deutschland, bekommt von der Staatsanwaltschaft, von den Gerichten mehr Probleme als Islamisten, welche hier Messer stechen und vergewaltigen. Und diese Ungerechtigkeit, die muss Ihnen offenbar sein, wenn Sie, liebe Mitbürger, wenn Sie nicht langsam Ihre Hintern hochbekommen
und diese Probleme auch auf der Straße ansprechen oder zu feige bleiben, die einzige Alternative zu wählen, die es schafft, dieses korrupte Regime der Altparteien noch zu stoppen, dann verspielen sie ihre Zukunft. Nicht nur ihre eigene, sondern die unserer Kinder und Kindeskinder. Es ist längst 11:55. Wenn wir das noch umkehren wollen, dann müssen wir das zeitnah machen. Jeden Monat kommen 30.000 meist islamistische Menschen nach Deutschland, meist junge Männer im wehrfähigen Alter. In den Großstädten und Brennpunkten ist der Lieblingsname bereits Mohammed. 2015 hat sich in Dresden Pegida gegründet. Da hat man gesagt, patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. Wovor haben die denn Angst? In Mitteldeutschland gibt es doch noch gar keine Islamisten bzw. Moslems. Doch wer mit wachendem Auge sich jetzt hier umschaut, der sieht, welche Farbe diese Menschen haben, die zusätzlich zu uns kommen, wie gefüllt die Kinderwagen sind. Und er weiß auch, wer das bezahlt. Das ist der deutsche Nettosteuerzahler. Wir haben in Deutschland nur noch 15 Millionen Nettosteuerzahler, die diese Menschen durchfüttern. Sie werden teilweise in Schlössern untergebracht, weil man nicht mehr weiß, wohin mit ihnen. Aber statt die Grenzen zu schließen, lässt man sie einfach weiter auf. Und die Gefahr angeblich, sagt Nancy Faeser, käme doch von rechts. Warum kommt sie denn von rechts? Weil gerade in diesen Zeiten antizionistische und antijüdische Straftaten werden immer als rechts bezeichnet bzw. auch katalogisiert, als rechte Straftaten in der Statistik erfasst. Und dann erzählt man uns, ja, Sie sehen ja, die Statistiken der rechten Straftaten explodieren, also geht die Gefahr von rechts aus. Nein, es sind islamistische Straftaten. Und der Feind derer, und das sagen sie auch offen in den Moscheen, ist nicht nur der Jude, sondern auch der Deutsche, der Andersgläubige, in ihren Augen der Ungläubige. Der Kampf gilt allen Ungläubigen. Und da hat Netanyahu, der Ministerpräsident von Israel, recht. Wenn sie mit Israel fertig sind, sind wir hier dran. Das schreibt ihnen auch der Koran vor. Und genau das anzusprechen, hat nichts mit rechts oder links zu tun, sondern einfach mit dem gesunden Menschenverstand. Und hier, Leute, wenn ihr nicht langsam wach werdet und aktiv etwas gegen die korrupte Bagage in Berlin unternehmt, gegen die korrupte Bagage aus Altparteien, CDU, SPD, Grüne, Linke und FDP, indem ihr zu jeder möglichen Wahl alternativ fehlt, weil das ist die einzige Opposition. Lasst euch nicht blenden von einer angeblichen Sarah Wagenknecht, die Opposition spielt, aber nur installiert ist, um die Stimmen von der einzigen Opposition, die zurzeit möglich ist, eben wegzunehmen, weil man Angst hat, dass wir die Zukunft der korrupten Politiker der Altparteien an den Fresströgen, an denen sie fürstlich leben, wie die Orwellschen Schweine in Farm der Tiere. Alle Menschen sind gleich, alle Tiere sind gleich, nur Schweine, die sind gleicher. Die verstehen in Berlin gar nicht, welche Nöte uns Bürger drückt. Dass es hier No-Go-Areas gibt, in denen man nicht mehr langlaufen kann. Dass Frauen Gefahr laufen, vergewaltigt zu werden nachts. Das war vor 2015, war das anders. Das Phänomen der Gruppenvergewaltigung, davon gibt es mittlerweile 2 Stück am Tag. Jeden Tag. Durch meist islamistische Täter. Das gab es vor 2015 faktisch gar nicht. Und wenn ich jetzt bei diesen palästinensischen Demos höre, dass wir die Kommentare der Politik, zum Beispiel unsere Außenministerin Baerbock, die nach Israel gefahren ist und hat gesagt, dass wir jetzt alle Israelis sind, dann sage ich, nein, das sind wir nicht. Ich bin kein Israeli. Ich bin kein Palästinenser. Dieser Krieg geht uns nichts an, der gehört in den Orient und soll auch dort ausgefochten werden. Wir sind Deutsche und einzig und allein gilt unser Interesse, unserer Zukunft, derer, die hier schon länger leben. So hat Merkel unterschieden. Für sie gibt es keine Deutschen,
die schon länger hier leben und Menschen, die neu hinzukommen. Und genau dieser Irrglaube bzw. diese irrige Religion der gemeinsamen kulturellen Existenz, sie funktioniert nicht. Sonst würden diese Kriminalitätsstatistiken nicht explodieren. Migrationshintergrund, der wird jetzt erfasst. Ich verlese gleich noch einen Text dazu. Die Statistik, diese Zahlen sollten Sie wirklich mal zuhören und sich auf der Zunge zergehen lassen. Es sind 50.000 Opfer, deutsche Opfer, allein im letzten Jahr durch Migranten. Und uns erzählt man, dass die Deutschen so rechtsradikal wären. Wir werden hier zur bekämpften Minderheit, zur aktiv bekämpften Minderheit. Macht euch das bewusst. Ja, liebe Freunde, ihr wisst, Sven hat es gerade angesprochen, es ist nicht das einzige Thema, sondern es geht querfeldein. Ihr seht, hier stehen schon wieder schicke Buden. Das Weihnachtsfest steht vor der Tür und es eröffnen jetzt die Weihnachtsmärkte. Ich sag mal so viel, die Merkel-Lego-Zeit beginnt. Viele von uns, die Älteren, werden sich daran erinnern, wie das früher war, als man auf den Weihnachtsmarkt mit seinen Kindern und Enkeln gegangen ist. Wie unbeschwert, wie ruhig man über den Weihnachtsmarkt schlendern konnte. Wie man die Vorweihnachtszeit genießen konnte. Doch dieses ist seit 2016 vorbei, seitdem ein Irrer mit einem LKW in Berlin am Breitscheidplatz mehrere Menschen umgefahren und auch getötet hat. Hier möchte ich kurz widersprechen. Wir dürfen nicht diese politische Mär übernehmen, dass das ein Irrer war. Es war ein Islamist und das Motiv war islamistisch. Sven, ich war noch nicht so weit. Alles gut. Jetzt hat er es aber gesagt, muss ich es nicht wiederholen. Sein Name war Amis Amri. Seit 2016 ist also hier auf den Weihnachtsmärkten nichts mehr, wie es einmal war. Am 19. Dezember 2016 ermordete der islamistische Attentäter Amis Amri mit dem LKW 13 Weihnachtsmarktbesucher. Im Vorfeld tötete er den LKW-Fahrer. Seitdem, wie gesagt, ist kein Weihnachtsmarkt mehr, sofern er nicht aus Respekt gegenüber anderen Kulturen in Wintermarkt umbenannt wurde, so wie es einmal war. In zahlreich deutschen Städten gehört es inzwischen dazu, dass Weihnachtsmärkte zu sichern sind wie der Besuch eines US-Bundespräsidenten. Es hat sich etwas verändert in diesen vergangenen 8 Jahren. Kurz vor dem christlichen Fest fühlt sich unser Land in Angst und wiederkehrendem Terror. Es fühlt sich an wie eine bittere Farce, wenn wir dieses Fest schützen müssen und in Deutschland nicht mehr frei ausleben können. Fakt ist, vor der Ära Merkel wurden all diese Maßnahmen nicht ergriffen. Was ist das für eine Normalität geworden? Sie ist für mich und viele von euch unerträglich. Auch im Jahr 2023 setzen wir der unkontrollierten Migration keine Grenzen. Stattdessen investieren wir noch mehr Steuergeld in Beton, um den letzten Rest vom christlichen Nächstenliebe und Versöhnung vor Ideologen und radikalem Islamismus zu schützen. So wird wieder einmal ein Fest am Berliner Breitscheidplatz fit gemacht für den Wahnsinn des Terrors. Die Betonsteine mögen nicht mehr den Namen Merkel-Lego tragen, aber sie haben weiterhin die gleiche Funktion. Und solange wir diese Funktion der Betonboller benötigen, solange wir hunderte Sandsäcke benötigen, haben wir in unserer Gesellschaft ein riesiges Problem. Da kann der Weihnachtsmarkt noch so schön sein und die Musik noch so besinnlich. Ein ausgelassener Abend auf dem Weihnachtsmarkt, den gibt es mit diesem Wahnsinn an Betonbollern leider nicht mehr. Wir sollen uns nicht mehr fürchten, klar zu sagen, dass wir dieser Regierung kein Wort mehr glauben, weil sie es nämlich selbst nicht mehr glauben. Wir alle sollten uns jeden Tag trauen, diesen einfachen Satz auszusprechen. Diese Bundesregierung regiert gegen die Mehrheit der Menschen.
Diese Bundesregierung steht gegen Millionen. Diese Regierung kann kein Mensch mehr ernst nehmen, der jeden Morgen aufsteht und fleißig zur Arbeit geht. Diese Regierung kann niemand mehr ernst nehmen, der Verantwortung für seine Familie hat. Diese Regierung ist eine Beleidigung für jeden Menschen, der in Biologie nicht durchweg geschlafen hat. Wir sind mehr, wir sind Millionen. Und diese Regierung steht gegen die Mehrheit der Deutschen. Man redet bei der Einreise vom Poolfaktor. Und da sage ich, apropos Poolfaktor, eine illegale Einreise ist eine Straftat. Doch anstatt Anklage, Gefängnis und Abschiebung quartiert die Politik dieses Klientel in ein Luxushotel in bester Lage ein. Kosten für den Steuerzahler pro Monat, lasst euch die Zahl auf der Zunge zergehen, 283.860 Euro. Die Berliner Regierung hat ein Luxushotel in bester Lage Berlin-Charlottenburg für die Unterbringung von Flüchtlingen angemietet. Die Unterbringung in diesem Haus mit Sauna, Luxussuiten und edlem Wintergarten-Lounge kostet 9.462 Euro pro Tag ohne Verpflegung. 5 Minuten Fußweg zum Hilton-Hotel, 10 Minuten zum KDW. Das Domero Hotel Berlin, Kudamm, liegt in bester Lage im Nobelbezirk Charlottenburg. Gästen wird einiges geboten. Schon am Eingang wartet ein Empfang mit rotem Teppich. Es ist voll wie ein Wintergarten-Lounge mit Klaviermusik. Natürlich nur von einem Flügel von Steinway und sonst. Wer möchte, kann es sich in schicken Hotelbar, im Rotlichtdesign oder im hauseigenen Spa-Bereich mit Sauna gut gehen lassen. Oder sich eine Suite mit extra Ankleidezimmer, Schminkzimmer und Badewanne zurückziehen. Auch wer vor Ort tagen oder heiraten will, kommt nicht zu kurz. Das Hotel bietet totschicke Veranstaltungsräume mit Samtsesseln und Edeltapete zur Miete. Und nun wurde dieses Hotel angemietet, um dort Flüchtlinge unterzubringen für eine Summe, die dem Fass den Boden ausschlägt. Ich glaube, unsere Regierung hat noch nicht gelernt, wird es wahrscheinlich auch nicht mehr lernen, mit dem Geld der deutschen Steuerzahler umzugehen. Und das ist eine Farce und ist eine bodenlose Frechheit. Und ich wiederhole mich nochmal, diese Regierung sollte sofort ihren Hut nehmen und ihre Sessel räumen und aus dem Kanzleramt verschwinden. Danke. Zum Glück macht sie ja. Die sachsen-anhaltinische Polizei ist oft genug in den Schlagzeilen. Vielleicht auch, weil sie durch unsere Schule geht seit 2014. Seit 2014 stehen wir auf der Straße und erzählen praktisch Sachen, die nicht jedermann erzählt, weil er Angst hat vor dem Stigma, dass er dann als rechts abgestempelt wird. Dabei hat das nichts mit rechts oder links zu tun, sondern einfach mit gesundem Menschenverstand. Und dabei wissen wir ja nur die Spitze des Eisberges. Die Polizei weiß ja eigentlich viel mehr, wie es um dieses Land hier bestellt ist, weil sie ja viel näher an den Straftaten, die wirklich passieren, sind. Viel wird ja durch die Presse beschwichtigt. Der DJV, Deutsche Journalistenverband, der hat sich extra einen Kodex gegeben, ich glaube 2016, 17, als diese Straftaten begannen, überhand zu nehmen, haben die dann gesagt, na, wir nennen einfach keine Täterherkunft mehr. Und wenn das nicht zur Tataufklärung notwendig ist, aber der Bürger, der hat eigentlich das Recht und sollte auch erfahren, vor welcher Art Mensch er sich in Acht nehmen sollte, wann es Zeit ist, die Straßenseite zu wechseln, weil eben die Gefahr von diesen Menschen eben mehr ausgeht. Und dass das eben so ist, da kann ich mich auf das Bundeskriminalamt berufen. Eine kleine Statistik, jetzt kommen ein paar Zahlen, aber die lassen euch mit den Ohren schlackern. Aktuell erregt die BKA-Auswertung für das Jahr 2022 mit dem Titel Kriminalität im Kontext von Zuwanderern im Kontext von Zuwanderung viel Aufsehen. Im Fokus stehen 47.923 deutsche Opfer, die allein im Jahr 2022 Opfer von Zuwanderern geworden sind. Doch um welche Taten geht es genau und mit welchen statistischen Tricks wird gearbeitet? Eine Analyse. Im BKA-Dokument geht es um sogenannte TVZ-Straftaten, also um Straftaten durch tatverdächtige Zuwanderer. Für das BKA sind Zuwanderer jene Menschen, die den Status als Asylbewerber, Schutzberechtigte, Asylberechtigte oder Kontingentflüchtlinge erhalten haben, eine Duldung besitzen oder mit einem unerlaubten Aufenthalt registriert wurden. In dieser Zuwanderungsstatistik werden auch die
über 1 Million Ukrainer, das war der Stand vom Dezember 22, berücksichtigt, die in den Asylstatistiken ansonsten ignoriert werden. Flüchtlinge, die eine doppelte Staatsbürgerschaft ihr eigen nennen und bei denen eine, die der Bundesrepublik ist, werden als Deutsche gezählt und in der Statistik ignoriert. Das heißt, deren Straftaten gehen in diese Kartei deutsche Straftaten ein. Das betrifft vor allem Syrer mit 2 Staatsbürgerschaften und Türken mit 2 Staatsbürgerschaften. Daher kommt das, dass in Mallorca ständig Gruppenvergewaltigungen passieren und die Bild-Zeitung dann schreibt, 4 Deutsche haben eine Touristin gruppenvergewaltigt. Und danach lesen wir den Namen Mohammed, Ahmed und so weiter. Das waren nie Deutsche. Ich meine, wenn man auch liest hier Marokkaner-Deutsche oder Iran-Deutsche, ich meine, was soll denn das sein? Das ist wie, wenn man eine Maus Mauspferd nennt, weil sie in einem Pferdestall wohnt. Das ist wirklich Quatsch. Damit wird die Statistik gekrümmt und gelogen. Und diese Rentner, die sich halt nur nicht alternativ informieren können, weil sie eben diese technischen Möglichkeiten nicht haben und die sich eben nur aus der Qualitätspresse, sag ich mal, der Mitteldeutschen Zeitung zum Beispiel oder ARD/ZDF, die erfahren das nicht. Die lesen Deutsch-Türke, da denken die, das hätte irgendwas mit Deutschland zu tun. Das hat nichts mit Deutschland zu tun. Im Jahr 2022 gab es 612.000 nicht-deutsche tatverdächtige Migranten mit deutschen Pass, werden wie erwähnt ignoriert. Von diesen 612.000 Nichtdeutschen waren 142.721 tatverdächtige Zuwanderer. Das bedeutet, dass die hier aufgeführten Zahlen nur einen Teil des Problems und nur die Straftaten im Zusammenhang mit Zuwanderung abbilden. Für 2022 wurden 39.508 tatverdächtige Zuwanderer in die Kategorie Diebstähle aufgeführt. 369 bei Straftaten gegen das Leben und 51.930 wegen Roheitsdelikten und Straftaten gegen die persönliche Freiheit werden gelistet, 6.827 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung und 19.615 aufgrund von Rauschgiftdelikten. Dabei fallen manche Nationalitäten als hochkriminelle Mehrfachstraftäter, also als mehrfach tatverdächtige Zuwanderer, Beamtendeutsch, besonders ins Gewicht. So sind 60% der Algerier mehrfach tatverdächtig. Außerdem 52,8% der Marokkaner, 50,3% der Libyer, 50,1% der tunesischen und 48,5% der georgischen Täter. Allein 2022 gab es 332 aufgeklärte Fälle von Straftaten gegen das Leben, an denen Zuwanderer beteiligt sind. Zudem 225 Fälle von Totschlag, 80 Morde und 7 fahrlässige Tötungen. Dabei wurden 258 Deutsche Opfer einer solchen Straftat. 38 Deutsche kamen dabei um. Und natürlich sind ursächlich mitverantwortlich an diesen Todesfolgen auch Merkel und die korrupte Zuwanderungspolitik, die Deutschland permanent schadet und nicht nutzt, was man uns damals 2015 versprochen hat. Und auch sekundär mitschuldig sind natürlich diese Teddybärenwerfer, die damals Refugees Welcome Lieder auf den Bahnhöfen gesungen haben und diese Flüchtlinge nicht alle sind so willkommen geheißen haben. Aber wäre diese große Einwanderung 2015 nicht gestartet, dann gäbe es die vielen Todesopfer nicht. Das muss man so sagen. Und diese Mitschuld muss auch bei der Aufarbeitung dieser Politik, muss die aufs Tapet kommen. Dann müssen diese auch sekundär Mitschuldigen mit vor die Gerichte. In meinen Augen erfüllt das Hereinlassen von Mördern und Vergewaltigern eine Tatbeteiligung. Im letzten Jahr wurden 7.554 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung festgestellt. Dabei handelt es sich um sexuelle Nötigung, Vergewaltigung, den sexuellen Missbrauch von Kindern und Kinderpornografie. Wichtig, auch hier werden nur die aufgeklärten Fälle aus dem Jahr 2022 gezählt. Eine Auswahl: sexuelle Belästigung, 1.829 Taten, Vergewaltigung, sexuelle Nötigung und also wir reden von Zuwanderung, von der Straftat. Datenstatistik durch Zuwanderer.
Sexuelle Nötigung und sexuelle Übergriffe in besonders schweren Fällen, einschließlich mit Todesfolge. 1133 Taten. Sexueller Missbrauch, unter anderem von Kindern und Jugendlichen, 1257 Taten. Von den Verdächtigen waren 1915 Syrer, 1103 Afghanen, 838 Iraker, 195 Iraner, 182 Somalier, 175 kamen aus Eritrea und 193 aus Pakistan. Letztens wurde ein Schwarzafrikaner, der wurde freigesprochen, weil man ihm unterstellt hat, dass er die demente 93-jährige Frau, dass sie das auf eigenem Willen mitgemacht hat. Ja, sie konnte nichts Gegenteiliges bekunden, sie konnte sich danach nicht mal an die Taten erinnern. Man hat ihn quasi in flagranti erwischt und er hat gesagt, sie wollte das doch. Es waren Somalier. Unter Hoheitsdelikten und Straftaten gegen die persönliche Freiheit werden laut BKA insbesondere Körperverletzungsdelikte und Raubstraftaten sowie alle versuchten und vollendeten Straftaten gegen die persönliche Freiheit, darunter unter anderem Freiheitsberaubung, erpresserischer Menschenraub, Nötigung und Bedrohung zusammengefasst. Hier gab es im letzten Jahr 66.900 aufgeklärte Fälle, begangen durch 51.930 tatverdächtige Zuwanderer. Auch hier zeigt sich bei den Tatverdächtigen das gleiche Bild auf den ersten drei Plätzen. 12.794 Syrer, 6.041 Afghanen, 4.047 Iraker. Menschen, von denen man uns 2015 erklärt hat, wir brauchen diese Menschen als Fachkräfte. Der SPD-Politiker Scholz hat gesagt, das, was die Flüchtlinge uns bringen, ist wertvoller als Gold. Dafür hätte dieser Mensch eingesperrt werden müssen. Das ist Volksverhetzung! In diesem Straftatbereich wurden im letzten Jahr 47.858 aufgeklärte Fälle durch 39.508 Täter erfasst. Und so weiter. Auf jeden Fall erklärt man uns, die größte Gefahr in diesem Staate geht von rechts aus. Gebetsmühlenartig erzählt man das einfach. Und ich habe es euch vorhin erklärt. Alles, was sich gegen Synagogen richtet, auch begangen durch Semiten, also durch orientalische Flüchtlinge, das gilt als rechte Straftat, wurde bisher immer als rechte Straftat erfasst. Und deswegen erzählt man uns, dass die Gefahr von rechts am größten sei. Das BKA-Dokument muss zudem einräumen, dass rechte politisch motivierte Straftaten durch bewusst unkorrekt erfasst werden, zum wiederholten Male gesunken sind. Gab es 2021 noch 2060 als rechts erfasste Straftaten, waren es im letzten Jahr nur noch 1894. Viele davon waren Gesinnungsstraftaten wie Volksverhetzungsdelikte oder Propagandadelikte. Es gab im letzten Jahr 305 rechte Gewaltdelikte, zumeist Körperverletzungen. Also erheblich weniger als die 332 Fälle von Straftaten gegen das Leben, die alleine durch Zuwanderer begangen worden sind und bei denen es um Mord und Totschlag geht. Das BKA bestätigt einen Trend, den jeder in unserer Gesellschaft wahrnehmen kann, der mit offenen Augen durch diese Gesellschaft geht. Die illegale Massenmigration macht Deutschland gefährlicher und unsicherer. Fremde aus dem Nahen Osten führen bei Statistiken bei Mord, Totschlag, bei Vergewaltigungen und Missbrauch an. Gleichzeitig werden immer mehr deutsche Opfer migrantischer Übergriffe, während gleichzeitig die rechten Straftaten sinken. Wenn wir wissen wollen, was die unkontrollierte Migration mit unserem Land macht, dann müssen wir uns nur diese bereits durch die Zählweise des BKA geschönten Zahlen anschauen. Sie zeichnen ein Bild eines kaputten Landes, das sich ganz bewusst zum Opfer fremder Krimineller gemacht hatte. Und dafür müssen diese Politiker der korrupten Altparteien, CDU, SPD, Grüne, Linke und FDP, die diese Entwicklung forcieren, eines Tages vor Gericht gestellt werden. Und dafür, um diese Möglichkeiten zu schaffen, haben wir nicht mehr viel Zeit. Allahu Akbar. أشهد أن لا
an diese Klänge gewöhnen möchte, sollte langsam den Hintern hochbekommen, weil dieses Land befindet sich im Wandel. 2015, ein halbes Jahr nach Gründung oder Zusammenfindung unserer Montagsdemo 2014, wir hatten uns im März 2014 für Frieden, ehrliche Medien, soziale Gerechtigkeit zusammengefunden, um gegen den damals schon beginnenden Konflikt zwischen Ukraine und Russland eben um für Frieden da auf die Straße zu gehen, weil damals Menschen im Donbass gestorben sind. Das eskalierte dann im Jahr 22 jetzt zu dieser dauerhaften großmilitärischen Auseinandersetzung, wo wir jetzt schon Milliarden hingeworfen hatten. Und damals hatte sich dann im September oder Oktober Pegida gegründet, Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. Da hatten unsere Massenmedien und die linken Islamistenversteher dann gesagt, ja, das, wieso gegen die Islamisierung des Abendlandes? Das gibt es doch gar nicht. Und gerade Dresden bzw. Sachsen, da gibt es doch gar keine Islamisten oder Muslime. Und das ist ja völlige Hirngespinste. Bis zu 40.000, 50.000 Menschen hatten sich dann bei Pegida zusammengefunden. Da hat man dann Millionenbeträge ausgegeben, um Gegendemonstrationen dort durchzuführen. Herbert Grönemeyer hat dort gespielt. Das hat für Einzelveranstaltungen Hunderttausende von Euros gekostet. Und diese Gegenveranstaltungen versiegten dann irgendwann, weil das kann man natürlich nicht ewig finanzieren, weil das Geld braucht man ja für die Ausländer, für die Politikerdiäten, für Waffen in irgendwelche Krisengebiete. Und Pegida gibt es jetzt wieder. Die haben am 6. November wieder angefangen, weil die haben gesagt, naja, das, was wir damals 2015 gesagt haben, ist genauso eingetreten. Und jetzt erst, ich meine, da mussten tausende Deutsche sterben, zigtausende Frauen vergewaltigt bzw. sexuell durch Islamisten angefallen werden. Da hat kein Politiker was gesagt. Das größte Problem war dann immer das von rechts angeblich. Der Islamismus war nie das Problem. Erst als am 7. Oktober dann die Juden dann in Israel angegriffen haben, die Hamas, und hier diese Solidaritätskundgebung mit Volksverhetzten, da ist die Polizei natürlich nicht eingeschritten in Köln oder in Berlin-Neukölln oder in den ganzen anderen Städten. Volksverhetzten, alle Juden, Jude, Judas, feiges Schwein, komm heraus und kämpf allein und alles Rufe, tot den Israelis, tot den Juden. Und natürlich hat Netanyahu recht, der israelische Ministerpräsident, wenn die in Israel fertig sind und dort gewinnen, dann geht die nächste Front in Europa auf. Und wie viele Islamisten gibt es denn hier, das wissen wir gar nicht, die bereit sind für ihren Gott zu sterben, beziehungsweise für die 72 Jungfrauen, denen die dann versprochen wurden. Der Anis Amri war ja nur ein berühmtes Beispiel. Und diese ganzen Messerangriffe, wo man uns dann erzählt, das sind verwirrte Einzeltäter. Die werden dann natürlich gerichtlich auch wie verwirrte Einzeltäter behandelt. Oder in den Medien steht dann, ja, wir wissen doch gar nicht, was das Motiv war, obwohl der Täter Allahu Akbar rief. Das, was da eben im Lied gesungen wurde. Und Zafstan Chebli von der SPD erzählt uns, Allahu Akbar hat doch gar nichts damit zu tun. Das sagt man immer, wenn eine schöne Frau vorbeigeht, sagt man, Allahu Akbar, bist du schön. Aber komischerweise sagen die das auch. Allahu Akbar, kurz bevor sie explodieren oder mit dem Messer auf irgendwelche Leute oder Polizisten losgehen. Das hatten wir jetzt erst erlebt. Auch wieder so ein Angriff. Und dann wird der Täter erstmal verschwiegen. Es gibt doch nichts. Zeigt bitte diese Videos nicht im Internet. Ihr könntet diese Persönlichkeitsrechte des Täters gefährden oder beschädigen. Auf jeden Fall gibt es, wenn man solche Gesänge hört, nur eine Antwort. Da gibt es auch andere schöne, moderne Musik. Nicht so lange mit musikalischen Darbietungen hier bringen. Ich bin froh, dass ihr nicht mitgesungen habt, weil dann wird die Staatsanwaltschaft sehr aktiv und im Gegensatz zu diesen anderen Straftaten, die islamistischen Hintergrund haben. Aber er hat doch nur ein Messer. Rufen besser Menschen entsetzt aus, wenn sich die Polizei wie jüngst in Gummersbach mit der Schusswaffe verteidigt.
Einmal abgesehen davon, wie viele Einmänner in Deutschland mittlerweile nur ein Messer haben. Ich erinnere davon, wir hatten am Bahnhof eine Waffenverbotszone und das erlaubte der Polizei verdachtsunabhängige Kontrollen und auch Taschenkontrollen, ob ein Messer dabei ist. Und dann kann man sich natürlich denken, bei wem meistens ein Messer? Ich habe kein Messer dabei, aber bei bestimmten Menschen, da findet man dann wahrscheinlich mit großer Wahrscheinlichkeit ein Messer. Und dann sagen die Linken, ja, das ist Rassismus, wenn sie diese Leute nach Messern kontrollieren und die anderen Leute nicht, die da vom Bahnhof kommen und sowas. Und dann haben die Linken auch noch geklagt gegen diesen Rassismus und haben dann auch gewonnen. Und diese Messerverbotszone ist, glaube ich, jetzt nicht mehr am Bahnhof. Einmal abgesehen davon, wie viele Einmänner in Deutschland mittlerweile nur ein Messer haben, steckt hinter diesem Ausruf nicht nur eine unglaubliche Naivität, sondern auch eine Menge Realitätsverweigerung. Ein entschlossener Täter, der sich auch noch selbst in Rage aufputscht, kann anderen mit einem relativ kleinen Messer ernsthafte, ja tödliche Verletzungen zufügen. Hinzu kommt der psychologische Faktor. So eine Stichwaffe kann man sich in jedem Supermarkt besorgen. Man weiß also nie, wann der nächste Amoklauf oder Terrorakt passiert. Zudem, auch das zeigt Gummersbach, scheint sich inzwischen herumgesprochen zu haben, dass die Polizei Schutzwesten trägt. Auch hier wurde deshalb wieder gezielt das Gesicht des Beamten attackiert. Ein normaler Bürger verfügt noch nicht einmal über eine solche Weste und ist einem Messerangriff vollkommen schutzlos ausgeliefert. Wir sind ja eben keine Israelis und deswegen können wir auch das vom Notwehrrecht nicht bis zur letzten Konsequenz Gebrauch machen. Die Israelis haben ja ein sehr weit ausgelegtes Notwehrrecht, das sieht man, was dort unten passiert. Möchte ich ihnen auch nicht absprechen, weil, da muss man immer vorsichtig sein, wie man das formuliert. Ich habe natürlich Mitleid mit diesen Menschen, die dort zu Tode kommen, aber ich weiß auch, dass jede junge Frau, die dort überlebt und hier in Deutschland Asyl findet, hier 10 kleine Palästinenser zur Welt setzen, in die Welt bringen wird. Die Mädchen davon kriegen wieder, jeder 10 kleine Palästinenser. Und die anderen werden einfach Soldaten im Glauben Allahs. Also das heißt, die sollen dort unten machen, was sie wollen, beide Seiten. Aber bitte uns hier von diesen Religionskriegen, die es seit tausenden Jahren gibt, verschonen. Bekanntlich sind sowohl die Medien als auch Kriminalpsychologen in Deutschland rasch dabei, den Täter wegen eines Traumas oder einer angeblichen Psychose per Alldiagnose für unzurechnungsfähig zu erklären. Also passiert das einem Deutschen, macht der das? Es gibt ja diesen Irren, Halle ist ein gutes Beispiel, da gab es auch so einen Irren, der aber natürlich total sofort rechte Motive haben, das wussten sie von vornherein und dabei war es ja wirklich ein Irrer. Oft blicken diese Täter schon auf eine gewalttätige Laufbahn zurück, die allerdings niemanden veranlasste, rechtzeitig präventiv einzugreifen, eventuell auch deshalb, weil die zuständigen Behörden längst zu überfordert sind, um all die tickenden Zeitbomben noch im Blick zu behalten, die sich mittlerweile in Deutschland aufhalten. Der Staat würde aussagekräftige Statistiken gern im tiefsten Keller vergraben und wer sie wieder ans Tageslicht holt, muss, wir ahnen es, mit dem Vorwurf rechnen, ein übler Rassist zu sein. Diese dunkle Seite der Migration lässt sich kaum noch schönreden, auch wenn es von den Medien noch so verzweifelt versucht wird. Die Zahlen des Landeskriminal, natürlich wollen Sie es nicht hören, Sie brauchen sich auch keine Sorge mehr machen, Sie sind auf dem Weg in die Kiste, aber Ihre Enkel und Ihre Kinder, die haben das Problem. Die müssen das Problem nämlich ausbaden. Die Zahlen des LKA, die man sich übrigens problemlos im Internet besorgen kann, sprechen eine deutliche Sprache, auch wenn niemand diese Sprache verstehen möchte. Doch der Hinweis auf das Herumsprechen nährt in mir wieder einmal den Verdacht, dass diese Messerangriffe nicht nur überproportional häufig dem muslimisch-migrantischen Milieu heraus erfolgen, sondern dass mittlerweile auch ein gewisses System dahinter steckt. Nicht im Sinne eines klassischen Terrornetzwerkes, das selbst unsere Behörden zumindest aufspüren könnten, sondern durch das, was Linke und Grüne in Bezug auf das rechte Spektrum Hass und Hetze nennen. Den Austausch von Ideologie, die ungläubigen Verachtung in den sozialen Medien. Während das Innenministerium Gesinnungsprüfungen bei Abgeordneten durchführt, man hat tatsächlich Uni Bielefeld angeheuert, um Volksvertreter mit gefakten Bewerbungen zu testen, ob sie Ausländer einstellen würden oder nicht, interessiert es Nancy Faeser kaum, was auf islamistischen Social-Media-Kanälen im Umlauf ist und ARD und ZDF kümmern sich lieber um AfD-Jets. Es ist bekannt, dass die Hisbollah zu niedrigschwelligen Terrorismus in Israel aufgerufen hat, nachdem bessere Grenzkontrollen die vorher so häufigen Sprengstoffattentate auf Cafés, öffentliche Plätze und sogar Schulbusse fast unmöglich gemacht hatten.
Also suchten sie sich die Terroristen einen anderen Weg, um israelische Bürger einzuschüchtern, natürlich ohne sich selbst die Hände schmutzig zu machen. Dazu braucht es keine Terrorzellen, die entlarvt werden könnten, sondern lediglich ein paar Fanatiker, die bereit sind, Alltägliches als Waffe einzusetzen. In ähnlicher Form finden wir das auch bei gewaltbereiten Linksextremisten in Deutschland. Das Ziel wird auf den einschlägigen Plattformen markiert. Wer sich berufen fühlt, schlägt zu. Das Feindbild mag variieren, aber die Zielsetzung der Propagandisten ist eine ähnliche. Die Abwertung des Gegners, egal ob dieser der falschen Religion oder der falschen Partei angehört, damit die Hemmschwelle für Gewalttaten sinkt. Ob Kandel, Würzburg oder Gummersbach, ein durch Religions kompensiertes Minderwertigkeitsgefühl, Labilität und ohnehin vorhandene Gewaltbereitschaft machen diese jungen Männer zu einem idealen Werkzeug für Hasspprediger. In einem Appell an junge Muslime bat Hamed Abdel Samad, das ist ein Aussteiger, der mal früher Moslem war und aber aus dieser Religion dann auch ausgestiegen ist, sich vor Augen zu führen, dass diese Prediger ihre eigenen Kinder oft auf ein teures Internat in der Schweiz schicken, während Migranten die Schmutzarbeit für sie erledigen sollen. Aber das wird als Lüge abgetan. Es ist auch keine Entschuldigung für die Täter, dann die Entscheidung, denn die Entscheidung, zum Messer zu greifen, treffen sie letztlich selbst. Niemand hat sie namentlich aufgefordert oder gezwungen, auf Passanten loszugehen. Ich lese auch oftmals, ich schreibe auch oftmals von mit Islamisten Verstehern und sagen, ja, aber die werden doch dort vertrieben und unterdrückt. Ich sage, ja, aber das zwingt sie doch nicht hier in Deutschland, Frauen zu vergewaltigen oder Menschen mit Messern anzufallen. Das ist das, was wir hier nicht gebrauchen können. Die sind dort ganz anders sozialisiert. Die passen nicht zu einer freien und offenen westlichen Wertegesellschaft, sag ich mal so, wie sie das hier nennen. Das heißt, wer so gleich bei einer Auseinandersetzung zum Messer greift, hat hier nichts verloren. Sie treffen auf ein völlig wehrloses und diskussionsfreudiges Volk. Wir sind da eindeutig im Nachteil, weil uns eben diese Notwehrreflexe abtrainiert worden sind seit Generationen. Außer Acht lassen darf man auch die Anstifter jedoch trotzdem nicht. Vielleicht sollte der Verfassungsschutz in Deutschland weniger Energie in die Diffamierung der Opposition stecken und stattdessen eine Taskforce Cyber-Islamismus gründen mit Fachleuten, die auch verstehen, was dort gepredigt wird. Es geht hier schließlich nicht um Anleitungen zum richtigen Beten oder der Einhaltung von Speisevorschriften, sondern um die Gefährdung von Menschenleben, meist Ungläubiger. Aber auch das gehört zu den innenpolitischen Baustellen, die seit Jahren bekannt sind, aber nicht angepackt werden. Nicht zuletzt auch Migranten, die sich in Deutschland um Integration bemühen, müssen sich allmählich dumm vorkommen, wozu sich noch anpassen, wenn Fehlverhalten ohnehin ignoriert wird. Aber diese Frage beantwortet uns weder der Verfassungsschutz noch das Innenministerium. Auch vermisse ich die muslimischen Demonstrationen, die sich gegen die Gewalttaten in Gaza oder in Israel, die sich dagegen richten. Ich glaube, unser schwarzer Abgeordneter, wie heißt der? Karamba Diaby von der SPD. Das war nach dem Breitscheidplatz, nach dem Attentat damals, nach dem Allahu Akbar islamistischen Angriff, hat er gesagt, ja, jetzt machen wir mal eine Demo, wir treffen uns an der Marktkirche und ich rufe alle Moslems auf, da hinzukommen. Der stand zu fünft dann dort. Und dabei hatten wir schon tausende von diesen Moslems da. Da wisst ihr, wie sehr die sich gegen diese Gewalttaten engagieren würden. Mario? Ja, und wer bezahlt den ganzen Spaß? Ihr. Wir und niemand anders, weil das alles wird vom Steuergeld bezahlt. Nicht ein Politiker öffnet sein Portemonnaie, nicht ein Politiker öffnet seine Tür und nimmt zu Hause zwei oder drei von den hier Ankommenden, so wie sie jetzt genannt werden, zu Hause auf mit allen Konsequenzen und Risiken. Warum wohl? Weil sie wissen, was passieren könnte. Flüchtlingshilfe auf Kosten der Rentner. Und da brauchen wir gar nicht so weit zu schauen. Wir brauchen bloß hier in den Saalekreis zu gucken. Wer wissen will, weshalb immer mehr Menschen sich von der Politik wenden, der sollte nämlich einen Blick nach Sachsen-Anhalt werfen. Und zwar in den Saalekreis. Dort führen dort gerade alle Parteien, außer der AfD, vor, dass ihnen Zuwanderung viel wichtiger sind als zum Beispiel die deutschen Senioren bzw. Rentner. Niemand wird etwas weggenommen,
bei Flüchtlingen geholfen wird. Dieser Satz stammt aus dem Jahr 2016. Er ist, wie man so schön sagt, schlecht gealtert. Wir kommen, oder ich komme darauf nochmal zurück. 48 Milliarden Euro gibt Deutschland für Asylbewerber aus, jedes Jahr. Das ist eine schier unglaubliche Summe, eine Zahl mit 9 Nullen. Der Bundessozialminister Hubertus Heil hat zum Beispiel im laufenden Jahr mehr Geld zur Verfügung. Zum Vergleich, die Landesverteidigung lässt sich die Bundesrepublik etwa genauso viel kosten wie die Flüchtlingshilfe. Alle anderen Ministerien müssen dagegen jeweils mit deutlich weniger Geld auskommen. Und wer nun denkt, dass die Unterbringung, die Verpflegung, Sprachkurse und vielleicht noch etwas Taschengeld für die Flüchtlinge halt einfach so teuer sind, der hat sich geirrt. Asylbewerber bekommen von Bund, Ländern und Kommunen kostenspielige Hilfen weit über den Grundbedürfnissen hinaus. Zum Beispiel hier in Sachsen-Anhalt. Dort hat der Kreistag des kleinen und nicht eben wohlhabenden Saale-Kreises mit 185.000 Einwohnern jetzt 33.275 Euro für die Finanzierung für sogenannte ehrenamtliche Integrationslotsen freigegeben. Sollen Flüchtlinge und Asylsuchende und Geduldete unterstützen. Ich frage mich, wozu brauchen wir ehrenamtliche Helfer oder wozu brauchen diese ehrenamtlichen Helfer so viel Geld? Die Antwort ist, man weiß es nicht. Jedenfalls bekommen die Integrationslotsen jeden Monat eine Fixpauschale, feste Stundensätze für Verdienstausfall und Fahrkosten, die werden mit 35 Cent pro Kilometer vergütet. War die ganze Sache bisher noch ein weiteres Beispiel aus der endlosen erweiterbaren Loseblattsammlung? Steuergeldverschwendung nennt man das. So wird es jetzt richtig ärgerlich, wenn es um die Aufgaben der Flüchtlingshelfer geht. Die sollen Asylbewerbern nämlich auf folgenden Gebieten helfen. Bei der Wohnungssuche, Umzug, Ausstattung der Wohnung, Kommunikation mit dem Vermieter, Orientierung am Wohnort, als Begleitung bei Arztbesuchen, bei der Mobilität im öffentlichen Personenverkehr, bei der Suche nach Praktikums- und Ausbildungsplätzen, bei Familiennachzug, bei Vertragsangelegenheiten und vielen, vielen anderen mehr. Der nächste Absatz ist wichtig, damit man nämlich übernächsten Absatz versteht. Meine Oma, die hat den Krieg überlebt. Es gibt Vertriebene, die in Berlin die russische Besatzung überstanden haben. Es gibt ältere Leute, die allein Kinder großgezogen haben. So ein Leben macht weder nett noch gefühlsduselig. Ein einziges Mal hat man gesehen, dass sie geweint hat, also meine Oma. Das war, als ich ein kleiner Junge war und sie hatte nach einem harten Leben voller harter Arbeit gerade ihren Rentenbescheid aus dem Briefkasten geholt und gelesen, was ihr zusteht. Hier ist einmal eine kleine Liste von Dingen, bei denen ehrenamtliche Rentnerlotsen Deutschlands Senioren helfen könnten. Bei der Wohnungssuche, Orientierung am Wohnort, beim Einkaufen, Familiennachzug, Vertragsangelegen, Gerichts- oder Behördentermin und vielen anderen mehr. Bekanntlich passiert das jedoch nicht, wenn man nicht gerade Pflegestufe 3 hat. Denn irgendwie ist zur Unterstützung der Generation von Deutschen, die dieses Land aufgebaut und wohlhabend gemacht haben, einfach nicht mehr genügend Geld da. Der Rahmenplan für die Integrationslotsen haben in Sachsen-Anhalt auf Landesebene SPD, CDU und FDP gemeinsam durchgedrückt. Niemanden wird etwas weggenommen, nur weil Flüchtlingen geholfen wird. Das hat im Jahr 16 jeder geglaubt. Was man aber weiß, ist, dass der Satz aus heutiger Sicht schlicht gelogen war. Man kann die Uhr danach stellen, dass Flüchtlingsfreunde auch anderswo auf die Idee kommen, ehrenamtliche Integrationslotsen einzuführen. Knapp 300 Landkreise gibt es bei uns. Bundesweit geht es also um ordentliche Summen. Und was uns das lehrt, ist, für alles ist Geld da, aber nicht für unsere Rentner, die dieses Land aufgebaut haben. Ihr habt sicher gehört, die Ampel scheitert jetzt an der Wirklichkeit. Sie bekam jetzt die Klatsche von Karlsruhe. Nicht nur beim Heizungsgesetz,
sondern auch beim Haushalt zeigt sich die Ampel unfähig. Das Bundesverfassungsgericht kassiert Habecks Subventionsmonopoly ein. 60 Milliarden Euro fehlen im Haushalt. Lindners Haushalt ist damit mausetot. Vielleicht ermuntert das die Ampel noch unsolidärer zu wirtschaften. Man redet ja mittlerweile, dadurch, dass jetzt dieses Geld fehlt, über die Einführung eines Klimasolis. Nicht zum Leben reicht. Zu viel zum Sterben, zu wenig zum Leben. Wer solche Sachen anspricht, ist heutzutage rechts. Wer die Politik der korrupten Altparteien kritisiert, ist rechts. Gerade in Mitteldeutschland ist die AfD zurzeit die meistbeliebteste Partei. Was will die Altparteienregierung machen? Sie schlägt vor, die AfD zu verbieten. Daran könnt ihr dieses korrupte, verkommene System, was sich Demokratie nennt, erkennen. Wir müssen es schaffen, eine Wende herbeizuführen, dieses System komplett umzukehren. Es reicht nicht, die Einwanderung zu vermindern. Wir brauchen Ausländerrückführung. Und das sind Zahlen von 50.000 im Monat. Und selbst dann brauchen wir Jahre, um die Zustände von vor 2015 wiederherzustellen. Dazu braucht es Mut, diese Sachen auszusprechen. Es braucht Mut, dafür auf die Straße zu gehen. Aber wir tun es nicht für uns, wir tun es für unsere Kinder und Kindeskinder. Wir müssen die Angst verlieren, als rechts abgestempelt zu werden. Na und? Es geht um nicht weniger als unsere Zukunft. Weil in Angst und bürgerlichem Leben wurde nie eine Kette gesprengt. Hier muss man schon mehr geben. Die Freiheit wird nicht geschenkt. Es sind die glücklichen Sklaven. Der Freiheit größter Feind. Drum sollt ihr Unglück haben und spüren. Jedes Leid nicht Mord, nicht Bann, nicht Kerker. Nicht Standrecht obendrein. Es muss noch kommen stärker. Soll es von Wirkung sein. Zu Bettlern sollt ihr werden. Sollt hungern allesamt. Zu Mühen und Beschwerden verflucht sein und verdammt euch soll das bisschen Leben so gründlich sein verhasst, dass ihr es fort wollt geben wie eine schwere Last. Erst dann, vielleicht erwacht noch in euch ein neuer Geist, ein Geist, der über Nacht noch euch hin zur Freiheit reißt. Heinrich Hoffmann von Fallersleben, der Dichter unserer Nationalhymne 1851. Deutsche Verzweiflung heißt dieses Gedicht. Könnt ihr nachschlagen? Und wir sind verzweifelt, weil dieses Land wird mit Absicht, Dummheit kann man hier nicht unterstellen, wird von einer korrupten Regierung, die deutschlandfeindlich agiert, mit Absicht vor die Wand gefahren. Für eine Utopie der multikulturellen Gesellschaft, die nicht funktioniert. Und das sehen wir aufgrund dieser Bundeskriminalitätsstatistik. Wir müssen uns wehren. Und zurzeit ist es uns nur erlaubt, uns zu wehren, indem wir diese korrupte Bagage in Berlin abwählen. Tut das gefälligst. Danke.